Neues Kapitel Sicherheit. Der Active Brake Assist 5. Der Active Brake Assist 5 ist die konsequente Weiterentwicklung des vielfach bewährten Active Brake Assist 4. Und der im Transportverkehr weltweit erste Notbremsassistent, der innerhalb der Systemgrenzen bei einer Kollisionsgefahr mit sich bewegenden Fußgängern mit einer automatisierten Vollbremsung reagieren kann. Seit nun fast 20 Jahren fließt unsere Erfahrung in die Entwicklung und Erprobung von Sicherheitssystemen mit Radartechnologie. Der Active Brake Assist 5 nutzt erstmalig eine Sensorfusion aus Radar und High-Performance-Kamera. Dazu werden ab Fahrtbeginn fahrzeugeigene Daten herangezogen und die Verkehrslage vor dem Fahrzeug überwacht, um zum Beispiel die Abstände zu vorausfahrenden Fahrzeugen und sich bewegenden Fußgängern sowie deren Geschwindigkeiten und Positionen zu erfassen. Dadurch ist das System in der Lage, bei einer Kollisionsgefahr eine automatisierte Vollbremsung innerhalb der Systemgrenzen nicht nur auf stehende und bewegte Hindernisse durchzuführen, sondern auch auf sich bewegende Fußgänger. Erkennt der Active Brake Assist 5 vor dem Fahrzeug eine Kollisionsgefahr mit sich bewegenden Fußgängern, die die Fahrbahn queren, entgegenkommen oder sich in der Fahrspur des Fahrzeugs bewegen, startet ein zweistufiges Warn- und Bremskonzept. Zunächst führt das System eine optische und akustische Warnung sowie eine Teilbremsung aus. Erfolgt keine Reaktion des Fahrers, leitet der Active Brake Assist 5 eine automatisierte Vollbremsung ein und aktiviert die Warnblinkanlage. Die Funktion der Personenerkennung ist in einem Geschwindigkeitsbereich bis maximal 50 km/h innerhalb der Systemgrenzen aktiv. Auf bewegte und stehende Fahrzeuge reagiert das System auch bei Geschwindigkeiten über 80 km/h. So kann der Active Brake Assist 5 den Fahrer bei kritischen Fahrsituationen unterstützen und innerhalb der Systemgrenzen Unfälle mildern oder vermeiden. Der Active Brake Assist 5. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.